Hallo, liebe Growart-Community. Ich wollte in diesem Video einfach mal kurz eingehen auf das Thema Firmware-Updates bezüglich der Growart SPF 5000 ES. Mich erreichen hierzu fast täglich Anfragen mit: Ich habe dieses Problem, ich habe das Problem, das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und ich wollte in dem Zug einfach mal kurz auf die ganze Thematik Upgrades eingehen bezüglich dieser Growart-Inverters. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich hier starte. Und zwar folgendes. Fangen wir einfach mal so an. Von diesem Growart SPF 5000 ES, gibt's es, fangen wir mal an, stopp, anders. Von Growart gibt es diesen SPF 5000. So. Und dieser 5000 wird auf der Welt wird weltweit unter verschiedenen Bezeichnungen sozusagen vertrieben. Es gibt zum Beispiel einen HM, also es gibt den ES, den die meisten eigentlich so in Deutschland besitzen. Ich glaube, in Deutschland wurde bisher auch nur der ES so verkauft. Kann ich mich täuschen? Wenn ich mich täusche, schreibt es einfach in den Kommentaren, ich freue mich. Also, in Deutschland wird hauptsächlich der SPF 5000 ES verkauft. So, dann gibt es aber auch noch andere Versionen. Und zwar gibt es noch einen HM, glaube ich, und einen M. Keine Ahnung, da gibt es leichte Hardware-Unterschiede. Technisch oder von der Optik unterscheiden sich die Kisten eigentlich kaum oder so gut wie gar nicht, außer vielleicht am Typenschild kann man es dann hier sehen, dass da oben was anderes drauf steht, anstatt den SPF 5000 ES. Von den hierzulande verkauften. So, haben wir das mal geklärt. Also, SPF 5000 gibt es mehrere Varianten. Die ES-Variante ist die, die eigentlich in Europa und Amerika hauptsächlich verkauft wird. So, jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt. Von diesen SPF 5000 ES gibt es mehrere Varianten. Und zwar kann man das als Normalsterblicher eigentlich nicht hier erkennen, genau. Es ist da unten, ist ja die Seriennummer mit aufgedruckt. Ich zeige die jetzt nicht, ist auch, aber auch wurscht, ob ich die zeige. Die Seriennummer hat für einen Otto-Normalverbraucher oder für einen Endkunden, lässt sich von meiner Seite aus nicht nachvollziehen, ob das jetzt, welche Version, sag mal, welche Version dieses Inverters jetzt aktuell vorliegt. So. Faktisch, als Endkunde kann man das lediglich feststellen, wenn man die Kiste aufschraubt. Es gibt auch ein paar Foren, wo Bilder von den Kommunikationsboards und so weiter verglichen werden. Aber das ist alles viel zu komplex. Faktisch kann man es ganz einfach erkennen, wenn man hier auf dem Mainscreen 1, 2, 3, 4, 5 mal nach unten klickt und dann sieht man irgendwie so einen Screen hier. So. Was erkennen wir jetzt auf diesem Screen? Das sind die Firmware-Nummern, ja? Das ist die aktuelle Firmware, die bei mir läuft, beziehungsweise es sind immer zwei Firmwares auf diesen Geräten installiert. Gut, bevor wir jetzt dann hier drauf eingehen, möchte ich euch einfach nochmal kurz sagen, es gibt mittlerweile von diesen Invertern mir bekannt also minimal drei unterschiedliche Hardware-Revisionen, die sich zueinander unterscheiden, die wohl miteinander kommunizieren können, auch miteinander betrieben werden können ohne Probleme, aber für die es unterschiedliche Firmwares gibt. Und zwar mache ich das jetzt einfach mal von meiner Seite an der Firmware-Nummer fest. Und zwar sehen wir hier vorne die zwei ersten Ziffern, die 06. Die 0 denken wir uns mal weg. Dann steht hier 6. Und auch hier 6. Und bei diesem Inverter ist diese 6 immer gegeben. So, jetzt gibt's, sagen wir mal so, es gibt eine alte Generation, der Vorgänger von diesem Inverter. Und zwar sind die ausgeliefert worden mit einer Firmware, mit zwei Fir oder mit Firmware 040 und hier unten 041. Ja? Diese Inverter sind ungefähr bis Mitte 2022 vertrieben worden von Growart. Mag sein, dass heutzutage noch jemand bei eBay irgendwie einen schießt, vielleicht einen, der sogar noch original eingepackt ist.
neu werden die so definitiv nicht mehr von Growatt verkauft. Also die 0,4er oder nennen wir sie mal die 4er Hardware-Version oder Revision von diesen Geräten wird so nicht mehr verkauft. So, Punkt. Dann ab Mitte 2022 wurde eine Hardware-Revision verkauft und das ist eigentlich so die meistverkaufte, glaube ich, von Growatt. Die fing an mit der Firmware-Nummer 06. Ja, also Revision 6. Nennen wir sie mal Revision 6 oder Version 6. So, diese Inverter wurden und werden aktuell als Neugeräte noch verkauft, sind aber definitiv Lagerwaren. Das heißt, wenn Stand heute, wir haben jetzt dann heute den Anfang August 2023, wenn jemand noch einen neu eingepackten Inverter Growatt SBL5000ES mit einer 06er Firmware schießt, dann ist es eigentlich ein altes Gerät, das irgendwann letztes Jahr sozusagen gebaut wurde. Seit Anfang 2023 wird auch eine ganz neue Version vertrieben und zwar fängt die an mit 113 114, ja, das ist dann die 11er Revision, nenne ich sie jetzt einfach, ja. Die Inverter schauen eigentlich alle gleich aus, auch die ganz neuen, die schauen genauso aus, das Gehäuse ist das gleiche. Das, was sich aber unterscheidet, sind unten die Kommunikationsboards und möglicherweise die Platinen, die sich da drin befinden. Mein Stand ist, aber das ist nicht offiziell bestätigt, weil der Growatt Support hier wenig Informationen preisgibt, dass alle Inverter miteinander kommunizieren können. Ja? Was ich definitiv bestätigen kann, ist, dass die alte 4er-Version von den 4er-Hardware-Version von den Growatt SB5000ES mit der 6er-Version sauber funktioniert. Das weiß ich, weil ich einen Bekannten habe, der hat so ein Setup laufen. Also der hat einen Inverter als 4er-Version und hat einen Inverter als 6er-Version. Bei mir ist es aktuell so, bei mir laufen zwei Inverter mit derselben Hardware-Revision. Ja? So. Was unterscheidet, jetzt gehen wir mal ganz kurz ein, was unterscheidet diese Inverter? Oder warum ist diese Hardware-Politik so, wie sie jetzt ist? Ich finde es auch schwierig, weil Growatt hätte das zum Beispiel einfach an der Seriennummer festmachen können, hätte sagen können, SBR5001ES, SBR5002ES oder wie auch immer sie das nennen, oder V1, V2, ja? Dann würde das von vornherein klar sein, ja? Jetzt kann es lediglich vielleicht an der Seriennummer festpinnen, weil die wissen, welche Hardware zu welcher Seriennummer verbaut wurde. Beziehungsweise als Endkunde kann man es eigentlich nur am einfachsten Weg über die Firmware im Display sehen, ja? Warum ist es so? Ja, die Frage, warum ist es so? Ich glaube, und indirekt ist es auch schon bestätigt worden, Growatt hatte, wie alle anderen Hersteller auch, Mitte 2022 und bis 2023 hinein Riesenprobleme durch den Chipmangel, der herrschte. Ja? Es ist so, dass zu dem Zeitpunkt, wie diese Inverter hier gebaut wurden, Kommunikationschips, USB-Controller-Chips und was auch immer man für solche Elektronik braucht, nicht verfügbar war oder nur zu teuren Preisen verfügbar war. Und wir wissen, dass die Inverter eigentlich relativ günstig sind für das, was sie können. Und da hat halt Growatt einfach die günstigste Hardware drin verbaut. Und wie sie dann gemerkt hat, oh, wir haben diesen Chip nicht mehr oder wir bekommen von diesem Chip nur ein bestimmtes Kontingent, hat man halt gesagt, gut, dann bauen wir halt das Kommunikationsboard jetzt erstmal mit dem Chip und dann später bauen wir es mit den anderen. Was nicht bedeutet, dass die nicht miteinander können. Die sprechen alle die gleiche Sprache, aber sie haben halt unterschiedliche Controller innen verbaut, die aber alles gleich können sollen,
wie die älteren Versionen oder nennen wir es mal Workarounds, die sie da verbaut haben. Ja? Also die Inverter können eigentlich alles so, wie sie sollen. So, Fakt ist, diese Information mit diesen Firmwares ist super wichtig, weil es auch für diese Kisten hier Firmwares gibt und man immer auch nur die Firmware wieder aufspielen kann, wie auch schon auf dem Inverter ist. Also, nehmen wir mal an, ich habe hier ein V4 und ich habe hier ein V6 Inverter. Ja? Kann ich nicht die V6 Inverter-Firmware auf dem V4 spielen und umgekehrt auch nicht, weil hier unterschiedliche Control-Chips verbaut sind. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil sonst flasht ihr eure Kisten und die sind tot danach. Im schlimmsten Fall wachen die auch nicht mehr auf. Ja? Es gibt Möglichkeiten, die wieder aufzuwecken. Ich werde aber hierzu ein separates Video nochmal machen und da auf das Thema, wie flashe ich diesen tollen Growatt und bekomme ganz viele Probleme beseitigt. Probleme wie zum Beispiel dieses super laute Lüfterrauschen, was speziell die 06er Version und die auch die ganz neue 110er Version oder 113er Version oder Revision 11 nennen wir sie, als Problem hat. Ja? Also da laufen die Lüfter hier volle Pulle und sobald hier 100 Watt anliegen, Leistung oder von PV was kommt, fangen die Dinger das Blasen an, dass alles zu spät ist. Ja? Wie ihr seht, die Kisten laufen hier, ich habe jetzt hier aktuell zwischen 5 und 6, zwischen 6, ungefähr 6% Auslastung. Die sind super leise, also ich kann hier daneben reden. So, Fakt ist, zumindest ein Info kann ich euch noch mitgeben, ja. Bei den 6er Versionen, also die mit 06 als Firmware-Nummer immer anfangen, gab es eine Standard-Firmware, die ausgeliefert wurde, und zwar steht dann da nicht 067 F4A.27, sondern es steht da in der oberen Zeile 067 01 1.04. Und das fast das gleiche auf der Unterseite, nur mit 068, also 068, in der Mitte 01 und dann unten 1.04. Und diese Firmware ist die Standardfirmware bei dieser zweiten Hardware-Revision von diesen Growatts. Und die hatte einige Problemchen, zum Beispiel das Umschalten auf Netz, zurück auf Netz, hat bei dieser Version nicht sauber funktioniert. Oder dieses Lüfterrauschen, und es sind auch noch andere Kleinigkeiten behoben worden in dieser Firma. So, Fakt ist, da gehen wir nochmal anders mal drauf ein. Ich wollte es jetzt nur mal angebracht haben, weil viele Leute fragen, ja, ich habe Lüfterrauschen oder bei mir schaltet das Netz nicht um und du hast ja auch so eine Hardwarelösung mit Schütz, die ich immer noch aktiv habe, muss ich dazu sagen. Wir haben das auch erst vor kurzem gecheckt. Ich hatte da auch jemanden, der hat sich bei mir ein bisschen erkundigt und habe dann zu ihm gesagt, pass auf, ich kann das aktuell nicht bei mir testen, weil meine in Produktion sind. Würdest du das mal für mich testen? Ich gebe dir jetzt eine neueste Firmware-Version, wir spielen die bei dir auf und dann schauen wir mal, ob deine wieder sauber umschalten, weil die haben es vorher nicht gemacht. Und von André, muss ich jetzt mal hier erwähnen, habe ich die Information bekommen, dass seit anderthalb Wochen seine Inverter sauber auf Netz wieder umschalten. Ja? Das müssen wir noch ein bisschen validieren und schauen, ob das wirklich so ist. Aber wenn das wirklich so sein sollte und bleibt, dann können wir fast davon ausgehen, dass diese neuere Firmware, die ich auch hier laufen habe, diese F4, die eigentlich von Growatt eher eine Testfirmware ist, dass die auch das Umschalten vom Netz behebt und somit dieser Hardware-Workaround mit Schutz und über den Trockenkontakt unten eigentlich nicht mehr unbedingt benötigt wird. Ich lasse aber mein Setup so, wie es ist. Fakt. Genug geschwafelt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es gibt aktuell 3 Hardware-Revisionen von den Growatt SBF5000ES. Eine mit einer Firmware, die mit 4 beginnt, eine mit einer Firmware, die mit 6 beginnt, wie die zwei hier, und eine ganz neue, die mit 1.1 beginnt. Ja?
Firmwareflashen zwischen unterschiedlichen Geräten sollte man vermeiden. Können unterschiedliche Geräte von unterschiedlichen Hardwareständen miteinander arbeiten? Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich keinen hier habe, aber ich weiß zumindest, dass die erste Version von den SPF 5000ES mit der zweiten, mit der 06er oder 6er Version sauber arbeiten kann. Also gehe ich davon aus, dass auch die 110er Version abwärtskompatibel ist und mit den älteren Versionen kommunizieren kann. Ja, so viel zu dem Thema. Falls ihr weitere Fragen habt, einfach unter dem Video posten. So, mit diesem Satz würde ich mich jetzt hier verabschieden erstmal und wünsche euch noch viel Spaß mit euren Solarprojekten und Growatt-Invertern. Ciao.